PlayStation, 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 PlayStation. Aber Eichi, Bum, Peichi, schlaf ein. PlayStation. Aber Eichi, Bum, Peichi, schlag rein. PlayStation, aber Eichi, Bum, Peichi, Bum, PlayStation. Was gibt es Besseres, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, als sich virtuell ganz schön heftig gegenseitig auf die Nuss zu kloppen? Denn müssen nicht auch die bösen Kinder mit dem Knecht Ruprecht in den Ring steigen, der dann so lange mit seiner Rute auf sie einkloppt, bis sie einfach zum Rand der Arena rausfallen? Wir schauen uns einen echten Klassiker an, nämlich Battle Arena Toshinden. Da Rayman das einzige Spiel war, das ich bisher auf der PlayStation gespielt habe, fragt ihr euch vielleicht, wie ich über ein Spiel sprechen kann, das ich gar nicht kenne. Dafür gibt es einen hervorragenden Trick, den ich hier mit euch teilen werde. Ich habe die PC-Version gespielt. Ja, verklagt mich ruhig, aber egal, wie man es dreht und wendet, es ist eh nur eine Arcade-Adaption. Nein. Das sieht doch wohl ein Blinder mit dem Krückstock, dass das ein Arcade-Prügler ist, den jemand für PC und PlayStation adaptiert hat. Nein. Okay, nochmal nach vorne und nein, ich will hier wirklich keine Zeit tuschinden. Tatsächlich ist Battle Arena Toshinden ein PlayStation-Originaltitel, 1995 vom japanischen Studio Tamsoft entwickelt und damit einer der sehr frühen Titel auf der PSX. Gespielt habe ich es wie gesagt auf dem PC, im Hinterkopf hatte ich es aber tatsächlich als Arcade-Titel abgespeichert. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Optik und vor allem die sehr spartanische Menüführung stark an die etwas mickrigen Adaptionen der Virtua Fighter-Reihe erinnert haben. So kann man sich halt täuschen. Die Story ist so innovativ, wie es für ein Beat'em'up sein muss. 8 Kämpfer nehmen aus verschiedenen Motiven an einem geheimen Turnier teil und treten gegeneinander an zur Mortal Kombat Arena Toshinden. Und wir, der Spieler, dürfen nun einen der 8 Kämpfer auswählen, um alle anderen aus dem Weg zu räumen, um anschließend gegen das Monstermischwesen Gaia zu kämpfen und dem Oberbösewicht Sho die Stirn zu bieten. Abschließend bekommen wir dann einen krachenden Abspann, der sich in Sachen Dramatik nur so gewaschen hat. Besonders am Battle Arena Toshinden sind 3 Dinge. Nummer 1. Man kann zur Seite der Arena rausfallen und verliert die Runde dann sofort. Je nach Schwierigkeitsgrad kann es also eine valide Strategie sein, den Gegner einfach nur möglichst lange zurückzudrängen. Nummer 2. Gekämpft wird nicht nur mit Fäusten und Füßen, sondern mit verschiedenen Waffen. Und die unterscheiden sich tatsächlich sehr stark. Schwert, Krallen, Keule, Speer, und was hat denn der Sophia da gemacht? Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen! Das hat der gemacht! Du dumme Sau! Der große Vorteil an der Waffenmechanik ist, dass sich die Charaktere durch die Waffen noch stärker unterscheiden. Die Keule ist sehr stark und hat eine hohe Reichweite, aber Rango ist sehr langsam. Alice hat mit ihren kleinen Messern keine hohe Reichweite, ist aber sehr flink unterwegs. Mondo hat mit seinem Speer eine hohe Reichweite und mittleres Tempo, doch insgesamt macht er wenig Schaden. Dadurch lohnt es sich, einzelne Kämpfe durchzuprobieren und für jeden eine eigene Strategie auszudenken. Und Nummer 3 ist ein echter Gamechanger. Ausweichen ist das neue Blocken. Mittels Schultertaste kann man zur Seite rollen und dadurch dem Gegner ausweichen. Der Kampf geht somit tatsächlich in die dritte Dimension. Das unterscheidet Toshinden auch von den üblichen Prüglern seiner Zeit. Anstatt nur stur auf Konfrontation zu gehen, lohnt es sich oft auszuweichen und nochmal von der Seite anzugreifen. Und trotzdem sehe ich in dem Spiel nur ein mittelmäßiges Prügelspiel mit wenig Charme und wenig Langzeitspielspaß. Während man sich mit der Ausweichmechanik wenigstens noch ein paar Gedanken gemacht hat, wirkt der Rest des Spiels, als hätten die Macher nur das Nötigste reingepackt. Angefangen mal damit, dass die Kämpfe super unspannend eingeleitet werden. Wow, der Ringsprecher klingt so, als hätte gerade seine Heißluftfritteuse geklingelt und er muss dringend die Pommes einmal durchschütteln. Über die Kämpfer erfahren wir nichts. Und sie sind so austauschbar, wie es Charaktere eines mittelmäßigen Prüglers nur sein können.
Also, wir haben Ryu und Ken. Ohne Scheiß, der heißt wirklich Kaien, was halt Ken in Schreibschrift ist. Wir haben den großen, klobigen Tank irgendwo zwischen Jax und Zangief. Das hier ist eindeutig Chun-Li. Hier die stereotype Kung Lao-artige Mentorenfigur in Form eines alten Mannes, der seinen Gymnastikball nicht nur für Rückenübungen verwendet. Sonya Blade durfte auch mitmachen, nennen wir sie einfach mal Sophia Blade. Und der Zwischenboss vor dem Endgegner ist ein vierarmiges Mischwesen. Die Grafik ist offensichtlich ganz miserabel gealtert. Und das nicht nur, weil der Stand der Technik damals noch nicht der reifste war, sondern weil man sich auch keine Mühe gegeben hat. Simpelste Texturen vor hässlichen Bitmaps. Die völlig unpassende Hintergrundmusik, welche wie Jazzmusik in MIDI-Form klingt, tut ihr Übriges, um dem Spiel jeden Wiedererkennungswert zu rauben. Nicht zuletzt leidet das Spiel unter dem sehr trägen Verhalten der Charaktere, wodurch es nie richtig Tempo aufnimmt. Die Steuerung fühlt sich an, als würde der Arena-Boden aus Honig bestehen. Ansonsten gibt es zwar Kombos, die sind aber zu spärlich. Pro Charakter gibt es eigentlich genau zwei Special Moves. Whoop-dee-doo! So macht es einfach keinen Spaß. Keine cleveren Kombinationen, keine rasanten Kämpfe. Das Einzige, was ein bisschen Abwechslung bringt, ist die Tatsache, dass man ausweichen kann. Und was ist das schon für ein Prügelspiel, dessen größter Vorteil der ist, dass man Schlägen ausweichen kann? Hä? In Summe sehe ich in dem Spiel ehrlich gesagt nicht wirklich viel Positives und würde sagen, ein besserer Titel wäre Battle Arena Tour Shunden gewesen. Echt jetzt, da ist nichts, was das Spiel unvergesslich macht und wodurch es auch heute noch ein Anspielen wert wäre. Das gab's damals schon besser, das gibt's heute sowieso viel besser. Nichtsdestotrotz war das Spiel bei Erscheinen erfolgreich. Es hat gute Kritiken abgesahnt und über die Jahre sogar mehrere Nachfolger nach sich gezogen, die in Sachen Designentscheidung von Teil zu Teil immer noch fragwürdiger wurden. Ob diese Spiele sich mehr lohnen, müsst ihr dann aber jemand anderen fragen, denn so richtig interessiert bin ich an den Titeln jetzt nicht gerade. Und außerdem habe ich von der PlayStation und ihren Spielen ja auch nicht wirklich Ahnung. So viel dann mal dazu. Danke an den lieben Michel für Intro und Endcard. Danke an den lieben Parappa dafür, dass ich seine wertvollen Kanalminuten stehlen durfte. Und danke an alle anderen Mitwirkenden im Adventskalender dafür, dass sie uns mit ihren herrlichen Reviews verzückt haben. Euch allen wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund!